Ja? Was hast du denn vor? Ja, ich dachte, ich kann bei dir im Kurs mitmachen. Weil und dann machst du dich extra für mich so? Nein, letzte Woche war da doch dieser Typ, der so süß war. Und ich dachte, vielleicht ist er wieder da und ich komme mit. Ach, so ein Ding ist das. Ich dachte, du machst dich ja für mich irgendwie so. Aber gut, dann nicht. Für dich natürlich auch. Ja, okay. Ja, wenn du dem heute nicht auffällst, dann weiß ich auch nicht. Gut. Und dann, wenn nicht, dann mache ich hier die Wing Woman. Ja, zur Not. Da hast du mal keinen Kikiriki, oder? Mhm. Warum mal Kikiriki? Kikiriki. Ey, ja, okay. Wir gehen. Okay. Ciao. Tschüss. Ciao. Da ist der. Oh. Wie hot kann man sein? Guck dir den Körper an. Ja, ich seh's. Das wird schon, Kiki. Ja, sieht gut aus? Du siehst gut aus. Okay. Vertrau mir, das läuft schon. Kai, Sophie. Stella. Hallo. Hi. Hi, na? Na, alles gut bei euch? Ja, ja. Und bei dir? Mhm. Seid ihr fit? Oh, ich habe seit letztem Mal noch so Muskelkater am Rücken. Da hast du mich richtig hart dran genommen. Ja, ich bin mal gespannt, was du heute noch für mich so hast. Ich habe mir auf jeden Fall wieder was Gutes ausgedacht, um euch ordentlich zu quälen. Ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir heute vier sind, habt ihr Lust auf vielleicht mal was anderes, so Partnerübungen? Partnerübungen? Da bin ich dabei. Ja, wollt ihr beide dann nicht zusammen machen und dann machen Sophie und ich? Hm? Ja. Ja? Ja. Hi. Hi. Wie war dein Name nochmal? Kiki. Du bist Kai, ne? Ja, genau. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir hin, ja. Stella, was machen wir denn? So, ich würde sagen, ihr lauft euch erstmal eine gute Runde warm, beziehungsweise ein paar. Und ja, dann fangen wir an. Ab geht's. Dann komm. Was ist los? Was? Der guckt nur dich an. Der wusste noch nicht mehr meinen Namen. Oh, du kennst auch Männer. Die sind manchmal einfach ein bisschen schwer vom Begriff. Aber glaub mir, vertrau mir, das wird schon alles. Ich habe euch ja hier zusammen für die Partnerübung eingeteilt. Und ich habe mir auch so richtig gute Übungen ausgedacht. So richtig mit Körperkontakt. Aber es wird schon. Trust me. Abwarten. Doch, doch. Wir kriegen euch schon zusammen. So, und jetzt? Ab geht's. Lauf mal ein bisschen mit. Das ist positiv. So, jetzt beim Laufen einmal den rechten Arm ein bisschen kreisen. Alles klar. Habt ihr gut gemacht, Leute. Bin stolz auf euch. Alle gut durchgehalten. Ja, und hat es auch echt viel Spaß gemacht. Danke dir, Stella. Danke. Kiki, mit dir war auch okay. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit mir war auch okay, hat er gesagt. Ciao. Oh. Aber, an sich muss ich ganz ehrlich sagen, der hatte nur Augen für dich. Ich hatte eigentlich ein total gutes Gefühl. Und das hier, guck mal, jetzt machen Männer manchmal. Ich weiß. Das hat Kevin bei mir auch manchmal gemacht am Anfang. Echt komisch. Ja? Ja. Aber im Endeffekt, mach den ersten Schritt, frag ihn nach einem Date. Lass ihn nicht einfach so gehen. Mein Kostüm jetzt. Ja, eben. Du, Stella, das ist eigentlich nicht so meine Art, direkt mit der Tür ins Haus zu fallen. Aber ich habe mir gedacht, wir können doch heute was trinken gehen, was essen gehen. Ganz entspannt. Und mal gucken, was danach noch daraus wird. Ein paar Partnerübungen zu Hause oder so. Eigentlich mal Spaß, du weißt das schon. Kai, das ist echt nett. Also ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, aber ich bin halt leider in einer Beziehung. Und ich habe auch gut. So Prioritäten, dass ich mich halt nicht so mit Kunden privat treffe. Verstehe ich. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Respektiere ich, akzeptiere ich und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Noch einen schönen Tag, ja? Danke. Ciao. Ciao zusammen. Ja. Ach, so tut dich auch. Leid. Ach, so mir so leid. Oh, Kiki, guck mal. Scheiß auf den. Das ist einer von, keine Ahnung, wie vielen übelst attraktiven Männern hier in Köln. Ja. Trotzdem, pisst mich an. Wofür habe ich mich in diesen scheiß Leberwurstanzug gezwängt? Oh, ja. Nein, sei nicht. Guck mal, ganz ehrlich, wie gesagt, scheiß auf den. Ich würde vorschlagen, wir beide machen heute Abend was zusammen und suchen dir einen anderen, viel geileren Mann. Ja? Ja. Der dich auch in deinem geilen Leberwurstanzug zu schätzen weiß. Ich find's heiß. Ja, wenigstens eine. Tut mir leid. Ja, dann geh schon mal nach Hause. Ich komme dann gleich nach. Ich habe ja noch meinen zweiten Kurs hier. Ja. Ja, ist einfach so. Stella ist hübscher, attraktiver, toller, offener. Kein Wunder, dass der Typ mit ihr ausgehen will und nicht mit mir.
denn hier für eine Stimmung? Keine. Nicht immer noch wegen diesem Kai, oder? Ja. Weshalb denn sonst? Also erstmal, wofür habe ich mir das Ding denn angezogen? Und dann hat der dich die ganze Zeit nur angeguckt. Hättest du mich mit dem in eine Gruppe nicht gesteckt, also mit dem zusammen, hätte er nicht mal gerafft, dass ich da bin, existiere. Wer hat sie die ganze Zeit angeguckt? Muss ich mir Sorgen machen? Nein, du musst dir keine Sorgen machen. Ich kann angucken, wer will. Ich habe nur Augen für dich. Die. So. Und du? Du bist so eine wunderschöne und liebenswerte Frau. Und jetzt machst du hier so eine Stimmung nur wegen einem dahergelaufenen Typen, der irgendwie nicht so auf dich geachtet hat. Es gibt genug Männer, und das verspreche ich dir, die würden, keine Ahnung, sich einen Finger abschneiden, damit du die beachtest. Ja, danke, Stella. Aber es ist ja nicht nur wegen dem Kai, sondern guck mal, du hast ja alles. Du hast einen tollen Freund, du hast eine tolle Wohnung, du hast voll den geilen Job. Und ich esse ja Eis, so. Das ist gerade alles, was ich hab, weißt du? Ich würde auch gerne so einen coolen Job machen wie du, Fitnesstrainerin. Das wird so Bock machen, aber weißt du, wie teuer so eine Fitnesstrainer-Lizenz ist? Kann ich mir nicht leisten. Bleib ich beim Eis. Aber du würdest es gern machen. Mega. Ja, aber wenn es nur am Preis liegt, Kiki, ich kann dir auch einfach das Geld für deinen Trainerschein vorstrecken. Dann gibst du es mir wieder, wenn du dann Geld verdienst. Daran soll es ja wohl nicht liegen. Das würdest du machen? Ja klar, du bist meine Schwester, logisch. Geht doch nicht ums Geld. Und du glaubst auch, dass ich das könnte? Klar. Du könntest das auf jeden Fall. Ja, du bist nett und offen und sportlich. Warum sollst du das denn nicht machen können? Wenn es dir Spaß macht? Ja, ich mache ja voll gerne Sachen mit Leuten und Sport. Ja, das wäre doch perfekt für dich. Ja, voll gut, voll gerne. Ja, cool. Und jetzt hörst du auf, hier bitte so Trübsal zu blasen. Ist schon vorbei. Wie wär's, wenn wir heute Abend ins Vanity gehen? Mm. Und ich wette, da gibt es 1000 Männer, die sich um die reißen werden. Müssen ja keine 1000 sein, 10 reichen auch erstmal. 10 reichen auch. Gehst du auch mit? Ich komm lieber mit, ja. Gut. Okay, du musst jetzt sagen, ob es geht oder nicht. So. Sofort. Mhm. Guck mal. Ja. Ja? Ja. Das ist das Kleid, ja? Ja. Und das ist die Garantie? Nein, du sollst das Kleid bewerten. Na schön. Ja, kann ich das anziehen? Ja, Ozean, ne? Ein Ozean. Gut. Und ich kannst bin dann Perlentaucher. Deine Sprüche, ne? Schatz, kannst du mir das Schild abmachen, weil mit Fingernägeln das irgendwie so ein bisschen doof. Ja, ich habe nur Angst vor dem Abend heute. Danke, wieso? Dass die alle sagen, wer ist das? Und dann sage ich, das ist meine Frau, meine Frau, meine Frau. Ja, und dann gibt's mal Diskussion. Ja, und deine Frau geht jetzt auf jeden Fall in meine Dusche. Ja, dann komme ich ja mit als Mann, oder? Weiß ich nicht, tust du das? Ja, ich muss nur das hier aufbekommen, warte. Ein paar Sekunden. Ja. Aber passt schon. Okay. Wir gehen uns schon mal fertig machen, ne? Okay. Viel Spaß. Bitte, immer rein hier. Ja, ich muss auch hier die Kontrolle eine Frage. Und zwar wollte ich wissen, ob Sie ein Kleid da haben in Marineblau, Mini-Kleid mit abgesetzten Nähten. Genau, so ein Bandagenkleid. Ja, hinten sind auch die Nähte, genau. Haben Sie das in Größe M? Oh, perfekt. Dann würde ich mir da, ja, genau, dann würde ich jetzt sofort vorbeikommen. Dankeschön.
Ja, bis gleich. Was machst du? Hä? Wohin? Des Weges. Ich hole kurz nur Wasser, weil das Leitungswasser schmeckt mir nicht. Das ist leer. Du holst jetzt Wasser. Ja, was ist mit Vanity? Da, wir sehen uns in Vanity oder hier. Spätestens Vanity. Tschüss! Okay. Ist okay. Hm. Okay, dann weiß ich Bescheid. Pass auf dich auf. Ciao, ciao. Und was ist mit Maike los? Die. Alles cool. Die hatte einen schönen, angenehmen Tag mit diesem komischen Vince. Aber mal davon abgesehen, was ist eigentlich mit Kiki? Wollte nicht kommen? Ich weiß nicht, wo die bleibt. Oder hast du mal angerufen? Vielleicht, was ist da irgendwie? Keine Ahnung. Ich bin irgendwie so rausgestürmt. Hast du mit Taxi oder mit der Bahn? Oder? Ich habe keine Ahnung. Sie hat sich bei mir auch nicht gemeldet. Ich muss noch fragen. Langsam müssen wir mal kommen, oder? Ja. Hallo! Ach, hey. Sorry für die Verspätung. Just in time, du! Na, Garten hat dir gefragt. Ach krass, was? Ist das das gleiche? Hast du das gleiche Kleider? Ja, das ist das gleiche. Gut. Ich habe mir das so übergeworfen eben. Das ist das Einzige, was ich überhaupt zum Feiern habe. Also ich kann mich auch umziehen gehen, wenn das jetzt irgendwie doof ist oder so. Ernsthaft, das ist ja voll witzig. Nein, du brauchst dich nicht extra umziehen. Alles gut. Das sieht doch gut aus, ja? Und außerdem, ne? Klar, zwei Schwestern. Selbst Outfit, all eyes on you. Passt. Außerdem, je mehr Aufmerksamkeit, desto besser, weil wir wollen die Häuser ja ein heißes Date mit einem Typen verschaffen, ne? Ja. So, deswegen, ich bin ja immer noch deine Wingwoman. Kommen wir jetzt mal. Ja, kommen wir jetzt mal zur After-Work-Party. Ja, voll gut, dass ihr die Betriebsleiterin kennt hier. Das stimmt. Beste, wenn man den Seiteneingang kann. Voll. Für mich bleibst du trotzdem die Schönste. Haben wir noch gerne geschlafen? So. Geiler Abend, ey. Sagst du was? Oh, sie dürfen nicht so laut sein, ne? Patrick ist doch vor uns nach Hause gekommen und ich wette, der schläft schon. Ah, okay. Ich geh mal auf Toilette. Okay. Also ich fand, das ist heute an sich ein richtig guter Abend gewesen und es ist auch richtig gut gelaufen. Außer, dass das mit der Typensuche für Kiki irgendwie, naja, das hat ja nicht so ganz geklappt. Das war trotzdem witzig. Schau mal, was mich gerade angelacht hat. Aus ihrer Tasche. Warum gehst du in ihre Handtasche? Nein, das habe ich nicht extra gemacht. Das ist rausgesprungen. Das ist doch dasselbe Etikett, was dein Kleid da hatte, oder nicht? Ja, sie hat ja auch das gleiche Kleid. Okay, aber das macht doch keinen Sinn. Sie hat gesagt, das Kleid, das ist älter von ihr. Warum hat sie dann ein neues Etikett in ihrer Tasche? Keine Ahnung, vielleicht hat sie das da einfach schon länger drin. Oh Mann. Ja. Was willst du mir damit sagen, dass sie das mir nachgekauft hat? Und das wäre nicht schlimm. Hat, dass es alt ist? Ja, aber warum gibt es das dann nicht zu? Keine Ahnung. Ich finde es halt irgendwie komisch alles hier gerade. So ein Quatsch, das kann ich mir nicht vorstellen. Erstmal, sie wusste doch überhaupt nicht, was ich heute für ein Kleid anziehe. Und dann, welche Frau macht denn bitte sowas? Das lag bestimmt einfach nur schon total lange da in dieser Handtasche rum. Ich meine, weißt du, was ich alles in meiner Handtasche rumfliegen habe? Ey, Sachen aus, keine Ahnung, 19. Jahrhundert gefühlt. Ich find's trotzdem komisch. Ja, aber das ist Quatsch, ehrlich. Wir hören jetzt auf zu spinnen. Ja. Und ich schmeiß das weg. Warte. Ah, machen wir noch eine Flasche Wein auf. Ja, offensichtlich schon. Boah, meine Füße. Geil. War ein schöner Abend. Fand ich auch. Danke dafür. War echt cool. Habt zwar keinen Typen kennengelernt, aber brauche ich einen Kerl, wenn ich euch hab. Ich hol mal ein drittes Glas. Okay. Wahrscheinlich hat Stella wieder recht und ich mach wieder so ein großes Tamtam aus allem. Aber trotzdem finde ich das irgendwie komisch, dass Kiki mit demselben Kleid um die Ecke kommt wie Stella. Oder bilde ich mir das alles nur ein?